die Macht in dir oder die Macht in uns allen, das ist etwas, was wir uns tatsächlich immer wieder ins Bewusstsein rufen sollten und auch anschauen sollten. Ich habe eure Kommentare gelesen und es waren ein, zwei dabei, die eben gesagt haben, das, was du prophezeit hast im Dezember, ist nicht eingetreten. Das möchte ich gerne erklären oder auch zum aktuellen Video, der Trump ist nicht der Erlöser. Da gibt es zum Beispiel ganz neue Botschaften, die sehr wichtig sind. Auch das werden wir behandeln und ich werde euch erklären, wie ich so eine Vorhersage mache. Also es ist sehr wichtig, dass du heute hier bist. Bleib dran und freu dich auf dieses Video. Bevor ich beginne, dir über die Vorhersagen zu berichten, dieses interessante Thema, was bestimmt sehr spannend ist, möchte ich in eigener Sache dir noch etwas sagen. Und zwar gibt es auf unserer Webseite einen kostenlosen Test, wie du deine Bestimmung finden kannst. Und zwar gibt es spirituelle Bestimmungsfelder. Und wenn du diesen Test machst, wird dir gezeigt, welches Feld für dich zutrifft. Und dann findest du auch deine Aufgabe, deine Fähigkeiten und erfährst sehr viel über dein Wesen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, wie es ist, wenn ich eine Vorhersage mache. Und zwar bin ich ja schon seit von Kindheit an hellsichtig und kann also sehr gut mich auch in jeden Menschen hineinfühlen und somit auch in die Zukunft der Erde, in die Zukunft verschiedener Länder und eigentlich was du willst. Ich mache das so, ich gehe hinein in die aktuelle Zeitlinie, die gerade existiert und fühle die Energie, fühle die Richtungen und dann kommen die Bilder, die ich dir dann analysiere und daraus entsteht eine Prognose. Und diese Prognose stimmt ganz genau in dem Moment, wo sie erstellt wird, weil sie nimmt die aktuellen Energien auf von der Zeitlinie, die gerade am aktivsten ist. Und ihr wisst sicher, es gibt verschiedene Zeitlinien und je nachdem, wie die Menschen gerade denken, was sie manifestieren, hat die eine oder die andere Zeitlinie am meisten Kraft. Jetzt ist es so, wenn ich also eine Botschaft oder eine Vision bekomme, stimmt die in diesem Moment. Und dann kommen eben verschiedene Dinge dazu, die dieses Geschehen beeinflussen können. Deswegen kann ich auch niemals die Garantie geben, dass jetzt die Prognose hundertprozentig stimmt und auch eintreffen wird. Und das kommt also auf uns, auf alle Menschen drauf an. Und es geht einfach jetzt mal um den Butterfly-Effekt und den möchte ich euch gerne erklären, falls es jemand noch nicht weiß. Ich denke mal, ihr habt schon alle davon gehört. Damit man das besser versteht, wie der Butterfly-Effekt funktioniert, habe ich euch mal ein Bild gemacht. Und zwar seht ihr in der Mitte den Schmetterling und rechts oben und links oben und der eine Flügel unten sieht man solche Fragmente, solche Vierecke, solche Kästchen. Und das ist immer ein Flügelschlag. Und dieser Flügelschlag, der nährt die Zeitlinie. Und das heißt, sobald du so einen Effekt in dir hast, sobald du etwas manifestierst, geschieht der Flügelschlag und die Energie geht in die Zeitlinie hinein. Und zwar sagt man, dass ein einziger Flügelschlag eines Schmetterlings sogar einen Tornado auslösen könnte. Das heißt also, jedes kleine, noch so vielleicht unbedeutende Detail im Leben eines Menschen kann etwas Neues, Großes auslösen, was dazu führt, dass sich alles ändert. Und so ist es auch mit den Zeitlinien. Das Denken der Menschen wird ja jetzt nicht nur von dem eigenen Gefühl beeinflusst, sondern auch von den Medien, von den Massenmedien. Und da wird ganz viel getan und versucht, das Denken der Menschen zu steuern. Und das funkt dann immer wieder hinein in die Prognosen. Und je nachdem, wie es eben von den Menschen gedacht wird, ändert sich etwas. Ich habe noch mehr Beispiele. Bleibt dran, es wird sehr interessant. Ich als Medium beschäftige mich ja schon sehr lange mit den Zeitlinien und ich habe auch schon vor ein paar Jahren Videos darüber gemacht. Da war es aber noch nicht so aktuell wie jetzt, wo jeder davon spricht. Und deswegen kenne ich mich sehr gut aus. Und diese Fragen oder diese Feststellung, ja, was du gesagt hast, ist jetzt doch nicht eingetreten,
die kommen immer wieder mal vor. Zum Beispiel, wenn ein Mensch mich fragt, wie ist es in der Zukunft, werde ich einen Partner finden oder eine Partnerin? Und dann schaue ich hinein in das Energiefeld des Menschen und dann sehe ich, ja, es ist jemand da, und du könntest ihn treffen. Und dann würde es sich daraus ergeben, dass du also einen neuen Partner oder Partnerin hast. Allerdings, und das ist jetzt der Punkt, wenn dieser Mensch, der mich gefragt hat nach diesem neuen Partner, immer zu Hause bleibt und nicht rausgeht, wird er diesen Partner nicht treffen. Also ist es wieder die eigene Entscheidung, die alles verändert. So ist es also jetzt auch mit den Vorhersagen. Ich erkläre euch jetzt nochmal, was das also mit dem Butterfly-Effekt zu tun hat. Oder was noch viel wichtiger ist, bevor wir zum Butterfly-Effekt kommen, ist ja, dass wenn sich eine Prognose, eine Vorhersage ändert, dann greift auch sehr oft Gott ein in dieses ganze Geschehen. Wenn es nicht dem göttlichen Plan entspricht, greift Gott ein. Und deswegen ist zum Beispiel auch das, was im Dezember so sehr klar zu sehen war, nicht geschehen, weil dort hat Gott in den Plan eingegriffen und es hat sich etwas geändert. Die Zeitlinie hat sich geändert. Es war dann eine andere Zeitlinie aktuell. Und jetzt gebe ich dir ein Beispiel, wie du wahrscheinlich jeden Tag, ohne es zu wissen, mit dem Butterfly-Effekt zusammenwirkst oder diese Auswirkungen sich auf dein Leben übertragen. Mein Beispiel ist jetzt extrem, damit auch jeder versteht, was ich damit meine. Zum Beispiel, stell dir vor, du stehst morgens auf und hast den Plan, dass du am Nachmittag auf die Post fährst und dann zu Freunden fährst, um die zu besuchen. So, jetzt stehst du auf, es klingelt an der Türe, es kommt jemand, der Nachbar, der will irgendwas von dir und du sagst dann, ja, okay, mache ich gleich und dann machst du das und dann wird es zu spät, du kommst nicht dazu, auf die Post zu gehen, verschiebst es einfach und durch dieses Verschieben kommst du nicht in dem Moment an die rote Ampel mit deinem Auto und fährst also gar nicht weg, weil es einfach jetzt alles sich verschoben hat mit der Zeit. Dann bleibst du zu Hause, liest vielleicht ein Buch und in diesem Buch steht so etwas Faszinierendes, zum Beispiel Hinweise, wie man Heiler wird oder wie man Hellseher wird und das möchtest du gerne lernen. Und dann beginnst du Seminare zu machen und lässt dich ausbilden und dein Leben nimmt eine ganz andere Wendung ein. Wenn jetzt der Nachbar nicht geklingelt hätte bei dir an der Türe, dann wärst du zur Post gegangen und dann mit dem Auto weitergefahren zu deinen Freunden. Dann hättest du diesen Entschluss, dich weiterzubilden in der spirituellen Art und Weise, gar nicht gemacht. Und somit ist das nur eine kleine Sache, dass der Nachbar bei dir in dem Moment geklingelt hat, die alles durcheinander gebracht hat. Und das ist dieser Butterfly-Effekt. Und das passiert uns immer wieder. Wenn du zum Beispiel mit dem Auto irgendwo hinfährst und denkst, ach, ich könnte schnell noch mal ein Brötchen kaufen und dann anhältst und das machst, dann ist ja eine Verschiebung in deinem Ablauf, eine zeitliche Verschiebung. Und schon passiert etwas anderes, was dir normalerweise nicht passiert wäre. Und das ist genau das, was das Ganze ausmacht. Ihr müsst euch eins im Klaren sein, dass jeder Mensch, der erwacht, der wirklich richtig weit erwacht ist, so wie Buddha, Jesus oder Mohammed, ja, diese Menschen, die haben so etwas Großes für Millionen von anderen Menschen bewirkt. Und das ist natürlich ein riesengroßes Beispiel. Aber allein diese drei haben so viel bewirkt auf der Erde, dass sich ungeheuer viel verändert hat. Wir sind alle von Gott ausgestattet mit unserem freien Willen und mit der Schöpferkraft. Und diese Schöpferkraft ist genau das, was wir jeden Tag eigentlich verwenden und meistens unbewusst. Und wenn wir uns jetzt ganz bewusst darauf konzentrieren, dass tatsächlich Frieden auf der Erde ist, dass
das, was gerade alles schief läuft, es ist ja, wenn du rausblickst in die Politik oder in die Gesellschaft, da läuft ja alles schief. Aber wenn du das wirklich gut manifestierst, dann wird es sich ändern. Denn diese innere Kraft, diese Macht, die in dir liegt, das ist ein Geschenk Gottes. Und Gott beobachtet, er hat ja seinen Plan. Und wenn das, was hier geschieht, nicht ganz dem Plan entspricht, also wenn es zu sehr Chaos ist, dann ändert er das. Er greift da ein. Das müssen wir wissen. Und deswegen sind manche Vorhersagen da, die sich einfach nicht erfüllen, weil von außen andere Dinge einwirken, die in dem Moment, wo die Vorhersage getroffen wurde, nicht gestimmt haben. Und was ganz wichtig ist, dass man sich in seiner Spiritualität weiterbildet. Und was ganz wichtig ist, in der aktuellen Zeit, und das ist nämlich eine unterstützende Energie, die für uns ab diesem Jahr da ist, das ist die neue Energie des kosmischen Wendepunktes. Und die gibt uns ganz viel Kraft, um unser Leben selbst zu bestimmen, um aktiv zu werden. Und dann können wir tatsächlich diese Zeitlinie, die für uns am besten ist, nähren mit unseren Gedanken, mit unserer Kraft, mit unserer Liebe. Und das wünsche ich mir so sehr für uns alle. Und jetzt möchte ich gerne euch noch eine kleine Meditation vorschlagen, wo wir unsere Schöpferkraft spüren und in die Energie hineinkommen, zu verstehen, dass wir selbst alles im Leben ändern können. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist. Und wenn du immer gerne die neuesten Botschaften aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann bist du hier genau richtig und solltest meinen Kanal abonnieren und auch die Glocke betätigen, damit du sofort informiert wirst, wenn wieder etwas Neues von uns kommt. Und denke dran, probiere aus, das Energiefeld zu testen auf unserer Seite, wo du hineingehörst, was da alles noch für Dinge in dir schlummern, die du selbst für dich aktivieren könntest. Ja, und dann fangen wir jetzt an. Ich wünsche dir ganz viel Freude dabei und lass dich einfach von den Worten tragen und spüre, was dein Herz dir sagt. Voller Freude überbringe ich dir die Botschaft, die dir helfen wird, deine Schöpferkraft zu spüren und die dir helfen wird, deinen Weg klarer zu sehen. Denn die eigene Klarheit ist wie ein Licht, was vor dir leuchtet, dem du folgen kannst. Und so bitte ich dich, das Licht der Liebe einzuatmen und dich mit diesem Licht der Liebe auszudehnen, sodass du vollkommen vom Licht der Liebe getragen wirst. Dabei stellt sich ein Gefühl ein, ein Gefühl der Verbundenheit, der Gelassenheit und der Freude. Denn du spürst dich, dein eigenes Ich, deine eigene Liebe. Und du spürst auch deine Zugehörigkeit zu allem, was ist. Und so befindest du dich nun vollkommen zentriert in deinem Herzen, wirst getragen von den Energien und bist bereit, deine Schöpferkraft zu finden. Ich werde dir dabei helfen. Und so bleib in deinem Herzen. Währenddessen kannst du jetzt beginnen, deine Seele zu rufen. Und es reicht, wenn du den Fokus darauf legst, dass du mit deiner Seele in Kontakt kommst. Und deine Seele, sie kennt all deine Leben, sie kennt all deine Gedanken und Träume. Und so bitte nun deine Seele, dir den Zugang zu deiner Schöpferkraft ganz aktiv zu zeigen. Dies geschieht, wenn du jetzt dreimal tief ein- und ausatmest von ganz allein.
Und so befindest du dich jetzt in deinem Fähigkeitsaspekt der Schöpferkraft. Dies ist ein Teil deiner Seele, ein Teil deiner Merkaba, der dir zur Verfügung steht. Und so bitte ich dich, fühle hinein in diesen Aspekt, in diese Energie und fühle, wie es sich für dich anfühlt, dort in deiner Schöpferkraft zu sein. Ich gebe dir ein wenig Zeit, um festzustellen, wie viel Kraft in dieser Schöpferkraft liegt, um festzustellen, wie dich diese Energie beflügelt, wie dich diese Energie einlädt, aktiv zu sein. Und so spürst du vielleicht, wie wichtig diese Energie ist, denn sie trägt dich sanft und hält dich. Und vielleicht spürst du jetzt auch in dir, dass ein Wunsch hochkommt, etwas, was du schon so lange möchtest, dann lass es geschehen. Erlaube diesen Wunsch, sich jetzt zu zeigen in seiner ganzen Kraft. Du bist in deinem Aspekt der Schöpferkraft und du kannst hier alles manifestieren, was für dich gut und richtig ist. Und so lass die Visionen und die Bilder jetzt vor deinem dritten Auge erscheinen. Gib deinem Wunsch ein Bild, gib deinem Wunsch eine Form und erlaube dir auch, dich so zu fühlen, wie wenn der Wunsch schon erfüllt ist. Und jetzt, wo dieser Wunsch sich manifestiert, bist du genau in der Zeitlinie, wo dein Wunsch hingehört. Und du gibst dieser Zeitlinie Kraft. Vielleicht spürst du es. Es ist so, wie wenn sich ein Tor öffnet, das dich einlädt, einzutreten, was dich bestärkt und führt. Du bist vollkommen in deiner Kraft. Deine Schöpferkraft ist aktiviert und führt dich ab jetzt ganz bewusst durch dein Leben. Und dies weißt du ganz tief in deinem Herzen, dass dies der richtige Weg ist. Und so gehe jetzt diesen Weg. Sei dir ganz genau bewusst, was du möchtest, was du willst und was du fühlst, denn das ist deine Energie und es ist auch dein Leben. Du bestimmst, was für dich wichtig ist. Und so verweile noch ein wenig in dieser Energie und nimm wahr, was sich dir zeigt. Es sind Bilder und Visionen aus deiner Schöpferkraft, aus deiner Seele.
So nimm diese Bilder oder diese Gefühle oder Farben, nimm all das, was du gerade gefühlt und gesehen hast, in dein Herz hinein. Denn dies gehört dir, dies ist dein Weg. Und bedanke dich bei deiner Seele für alles, was gerade geschehen durfte, denn sie hat dich begleitet und sie wird dich immer weiter begleiten. Und so komme dann langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück, bewege Hände und Füße und sei wieder vollkommen hier. Reifer an Erfahrung, reifer an Visionen, kräftiger in deiner Schöpferkraft und bewusster für dein Sein. Ich danke dir sehr, dass du heute hier warst. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Alles Liebe!